Ja, servus Leute. In diesem Teil bekommt die Vespa neue Räder. Und es ist so, dass man lange Zeit die Piaggio-Felgen nicht kaufen konnte, weil die halt einfach, keine Ahnung, irgendwie nicht mehr hergestellt worden sind. Da hat man zwar Alternativen gehabt von Sipp und Co., aber die waren vom Material her um einiges weicher und eigentlich meiner Meinung nach Schrott. Also ich habe auf der Lusse auch mal so eine Nachbaufelge gefahren und obwohl der Luftdruck gestimmt hat, bin ich einen Randstein etwas schneller hoch und die Felge war verbogen. Also Finger weg. Und mittlerweile gibt es Piaggio-Felgen wieder zu kaufen. Das sind die Nummern. Sogar hier original die italienische Nummer. Einfach Pause drücken, um zu lesen. Bei der Felge sind sogar neue Muttern und Scheiben dabei. Als Schlauch nehme ich hier einen Michelin-Schlauch und als Reifen den Michelin S1. Auf dem Motorrad fahre ich eigentlich auch nur noch Michelin. Und den Michelin S1 habe ich auf meiner Lusso drauf. Und ich muss sagen, der ist wirklich top. Der hat Grip ohne Ende. Auch bei Nässe lässt er sich sehr gut fahren. Und er hält auch relativ lange im Gegensatz zu den ganzen anderen Reifen. Darum bauen wir jetzt mal das Vorderrad zusammen. Und das Hinterrad mache ich dann alleine. Das brauchen wir erst später bei der Motorrevision. Und dann packen wir doch die ganzen Sachen mal aus. Wir fangen mal mit der Felge an. Okay. Also hier original Piaggio. Hier sehen wir das Logo. Und ja, die Felgen hatten ein paar Macken, finde ich jetzt aber nicht weiter schlimm. Sehen immer noch um einiges besser aus als die ganzen Nachbauten. Und ja, dann nehmen wir die Felge mal auseinander. Für die Leute, die keine Vespa kennen. Die Vespa hat teilbare Felgen. Genauso wie bei der US Army mit dem Humvee, beziehungsweise mit dem Hammer. Da ist die Felge auch teilbar. Hat halt einfach den Vorteil, dass man beim Reifenaufziehen nicht so viel Stress hat. Ne? Das heißt, man setzt die Hälften, einfach gesagt, links und rechts im Reifen auf, schraubt die zusammen und gibt Luft drauf und schon hat man den Reifen montiert. Ist natürlich nicht ganz so einfach, weil der Reifen da relativ stramm drauf sitzt. Und ja, machen wir trotzdem jetzt. Also, Felge auch innen lackiert, wie gesagt, außen, die hatten ein paar Schrammen, aber finde ich jetzt nicht weiter schlimm. Die tiefe Seite sieht sauber aus, also es scheint nur die kleine Seite zu sein. Vielleicht ist es auch nur die Felge, dass die andere Felge in Ordnung ist. Und man merkt schon richtig, dass die auch schwerer ist als die ganzen Nachbauten. Und hier gibt es dann auch neue Scheiben und neue Muttern dazu, dass das alles schön neu aussieht. Den Kleinkranz legen wir uns jetzt mal zur Seite. Ebenfalls. Jetzt kommen wir zum Reifen. Wie schon gesagt, Michelin S1, 3,5 Zoll mal 10 Zoll. Was bei Reifen immer wichtig ist, gerade wenn man die halt bei eBay oder so kauft, ist das Reifenproduktionsdatum. Das ist eine vierstellige Nummer, die irgendwo auf dem Reifen draufsteht. Hier haben wir sie 4017 hier oben. Und das heißt, 40. Kalenderwoche im Jahr 2017. Das heißt, der Reifen ist ungefähr ein halbes Jahr alt zum jetzigen Zeitpunkt. Also noch absolut okay zu dem Preis. Ich habe jetzt für den Reifen, ich glaube, 30 Euro bezahlt. Und das ist für die Michelin-Reifen absolut fair. Und aber wie gesagt, man muss halt aufpassen, gerade bei so eBay-Schnäppchen. Es passiert halt, dass man so ein Reifen schon irgendwie 2 bis 3 Jahre alt ist. Und dann sind die natürlich schon entsprechend hart. Und das wollen wir nicht. Wir wollen schon halbwegs neue Reifen haben. Ich muss sagen, ich habe bei dem gleichen Shop auch meine Reifen damals von der Lusso gekauft. Und da waren die zu dem Zeitpunkt 4 Wochen alt. Also ist absolut okay. Halbes Jahr halte ich für unbedenklich. So. Gucken wir, ob in den Reifen alles drin ist. Kein Dreck, keine Reste, die da nicht reingehören. Jetzt ist es natürlich wichtig, der Reifen, der hat eine Laufrichtung. Das heißt, auf der Reifenseite ist hier ein Pfeil gekennzeichnet. Das heißt, wenn der Pfeil so rumsteht, ist das die Laufrichtung. Man sieht es meistens auch am Profil an. Es geht halt pfeilförmig zu und der Pfeil zeigt quasi nach vorne.
Und jetzt ist natürlich wichtig, dass wir die Felge richtig rum einbauen. Und da wir jetzt das Vorderrad einbauen, kommt das Tiefbett. Man sieht jetzt schon, der Reifen ist halt relativ stramm. Und man kann den so quasi fast unmöglich mit der Hand runterdrücken. Darum nehme ich mir jetzt einfach einen Hammerstiel und den Plastikhammer und tue den Reifen quasi so einen Zentimeter auf den Felgenring drauf schlagen, aber nicht richtig schlagen, sondern wirklich mit Gefühl. Und wichtig ist es auch immer gegenübergesetzt zu machen, weil sonst rutscht der Reifen immer raus, wenn man mit der Felge entlang geht. Also man sollte das schon über Kreuz machen, so wie man halt Radmuttern festzieht. Aber das Problem ist halt, wenn ich das jetzt nacheinander mache, dann springt der immer wieder hoch. Und deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Der Reifen, den muss man nicht ganz runterklopfen. Später, wenn man Luft auf den Reifen gibt und die Felge ist schon quasi montiert und auch an der Bremstrommel fest, dann tut der Luftdruck den Reifen automatisch nach außen schieben. Wichtig ist nur, dass wir halt genug Platz haben, um jetzt den Schlauch reinzulegen und die Felge schon mal zu montieren. Und zwar hat die Felge ja hier solche Stehbolzen. Das heißt, zuerst werden die Stehbolzen montiert, dass die Felge dann zusammen ist. Man muss hier noch ein bisschen auf das Ventil aufpassen. Und die anderen Löcher sind dann später für die Bremstrommel da, wo dann die Felge montiert ist. Und erst ab da geben wir Luft drauf. Und wenn man den Reifen halt nicht so ein bisschen draufschlägt, dann hat man zu wenig Platz, dass man halt die Felge so nicht zusammenbauen kann. Und das ist dann eher kontraproduktiv. Und ja. Als nächstes holen wir uns mal den Schlauch raus und geben da ganz, ganz wenig Luft drauf, dass der halt rund wird. Und jetzt versucht man halt den Schlauch hier reinzuführen, wie beim Fahrradreifen auch. Wichtig ist nur, dass das Ventil hier durchgesteckt werden muss. Das ist das Loch für das Ventil und da muss halt der Schlauch durch. Ich sehe gerade, dass ich hier noch ein bisschen den Gummi runterschlagen muss, dass halt die Felge da durchpasst. So, also ich weiß nicht, ob man es sieht. Also wie gesagt, hier, das Loch ist jetzt frei. Und hier habe ich halt diese Kante quasi drüber geschlagen. Wie gesagt, das ist ein Gummi, das dehnt sich eh ein bisschen. Da macht man nichts kaputt. Das ist quasi diese Kante, die hier jetzt hier rumgeschlagen worden ist. Und somit kann ich halt die zweite Felgenhälfte vielleicht aufsetzen, festziehen und der Rest macht dann den Luftdruck. Wichtig ist halt, dass der Reifen hier drüber ist, weil sonst kriegt man die Felgenhälften nicht zusammen. Das zeigt aber wieder, dass das keine Arbeit ist, die man sonntags machen sollte, weil das Hämmern ist doch schon relativ laut. Okay, jetzt kann man hier das Ventil einsetzen. Wie gesagt, wichtig ist, das Winkelventil erstmal hier durch das Loch zu führen. Sollte dann so aussehen. Allerdings, wenn es gleich richtig drin ist, dann geht es um die Ecke und quasi durch die Öffnung hier. Dann guckt man halt, dass man den Schlauch hier in den Reifen reingibt. Und guckt auch, dass der Schlauch nirgendwo eingeklemmt wird. Deswegen gibt man halt einfach ein bisschen Luft drauf, weil das Ganze dann ein bisschen besser geht. Leute, die schon mal ihr Fahrrad geflickt haben, die kennen das. Im Fahrrad macht man das genauso. Schlauch dann drin ist, dann kann man mal da überall so ein bisschen rumwackeln und gerade ziehen. Und man merkt es also schon, wenn der Schlauch sitzt. Man darf nicht zu viel Luft drauf geben, weil sonst kann man den Reifen später nicht mehr zusammendrücken. Wenn es halt dann darum geht, den Felgenkranz zu montieren, den zweiten. Irgendwann ist dann die Zeit gekommen, dass das alles gut aussieht. Jetzt orientiere ich mich hier an dem Ventil, weil hier kommt diese Öffnung hin. Dann kann man die Felge hier schon ansetzen. Es ist halt ein bisschen fummelig, weil
diese Bolzen müssen halt jetzt in die entsprechenden Löcher in der anderen Felge rein. Und dann werden die halt festgezogen. Und ja, das ist dann ein bisschen Fummelarbeit, aber es geht. Gut, dann kann man sich dann auch schon mal bereitlegen. Und halt immer auch darauf aufpassen, dass der Schlauch nicht eingeklemmt ist. Weil das ist eigentlich das Wichtigste. Wenn der Schlauch sich einklemmt, dann ist vorbei. So, irgendwann hat man dann so einen Punkt. Oder mehrere Standbolzen. Dann kann man da schon mal auf die, wo durch sind, die Muttern drauf tun, dass das Ganze nicht mehr zurückspringt. Ich lasse da mit Absicht noch die Scheiben unten, die kommen nämlich gleich drauf. Ich bin jetzt schon so weit, dass hier quasi nur noch eine Mutter fehlt, das ist die hier oben. Eine ist halt immer am schwierigsten, das ist halt auch hier, wo der Reifen am wenigsten drauf ist. Und jetzt gebe ich noch ein bisschen mehr Luft drauf, dass sich der Schlauch ein bisschen mehr weitet. Und dann fange ich hier an, die Muttern wieder abzunehmen, die Scheibe drunter, Mutter wieder drauf. Und kann das dann langsam so nacheinander festziehen. Wie gesagt, nehmt euch dafür ein bisschen Zeit, es ist halt wirklich ein bisschen fummelig. Mit dem Michelin sowieso, also mit den anderen Reifen muss ich sagen, habe ich nicht so gekämpft. Aber der Michelin, der sitzt schon ziemlich stramm. Aber irgendwann ist halt der Moment da, dass man dann die Felge ein bisschen mehr zusammenschrauben kann. Das Wichtigste ist die Luft, damit der Reifen hier quasi draufgepresst wird. Das machen wir erst später an der Vespa, wenn halt alle Schrauben fest sind, weil sonst kann sich die Felge verbiegen. Und das wollen wir ja nicht. Die letzte Schraube ist halt wirklich immer die schwierigste. Aber wenn man die letzte Schraube mal festbekommen hat, dann ist alles gut. So. Irgendwann ist es dann soweit, dass wir den Felgenkranz zusammen haben. Man sieht, der Reifen, der ist hier noch nicht drauf. Das heißt, wir gehen jetzt an die Vespa, tun die Felge montieren und wenn, wie gesagt, alle Schrauben fest sind, dann geben wir Luft drauf, dann schiebt sich der Reifen zur Seite und ab dann ist alles gut. So, jetzt sind wir im Vorderrad. Ich merke auch gerade, dass ich neue Muttern vergessen habe. Das heißt, die werden auch noch gekauft. Ist aber erstmal nicht so schlimm. Das heißt, die Behelfsfelge, die kommt jetzt ab. Die war ja nur dafür da, dass die Vespa nicht immer umkippt. Dann kommt die Felge drauf. Dann gibt es hier solche Spannungsringe. Und dann kommen die Muttern drauf. Die Spannungsringe haben den Sinn. Die üben Druck auf die Mutter aus. Und deswegen löst sich die Mutter nicht. Das war quasi so der Vorläufer der selbstsichernden Mutter. Und ja, jetzt werde ich wenig erzählen, damit es ganz schnell geht. Weil ich muss jetzt kurz die Vespa in der Luft halten. Das heißt, ich mache hier erstmal die Muttern lose. So. Ich habe jetzt die Vespa schon in der Luft, wie man sieht. Jetzt nehme ich die Behelfsfelge ab und stelle die zur Seite. Die wird nämlich in Rente gehen. Die ist schon so krumm und kaputt. Jetzt komme ich hier mit der neuen Felge. Passt natürlich ein bisschen auf, dass ihr nichts zerkratzt. So, dann kommt hier ein Sicherungsring drauf und die Mutter. Das gleiche mache ich hier unten auch. So, die Schrauben, die werde ich jetzt mit 60 Newtonmeter festziehen. Beziehungsweise, ich komme hier gerade nicht raus, weil ich die Vespa vor den Eingang gestellt habe. Gut, dann mache ich sie gut handfest und ziehe sie dann später mit dem entsprechenden Drehmoment fest. Wichtig ist halt, dass die Felge jetzt richtig sitzt. Damit, wenn wir gleich Luft drauf geben, wie gesagt, dass die sich halt nicht aufdreht, weil das wollen wir nicht. Ich schlage jetzt den Lenker andersrum ein, weil jetzt werde ich nochmal die Felgenmuttern anziehen. Dafür braucht man eine kleine Verlängerung. Es ist so, dass der Reifen normalerweise 3,5 bar bekommt, aber wenn der sich nicht richtig rausdrückt, jetzt kann man auch mal temporär ein bisschen mehr geben. So, ich hoffe, ihr seht es mal. Tut mal hier drauf achten. So,
Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video sieht. Also hier sieht man jetzt noch, wie der Reifen da nicht drauf sitzt. Und das heißt, achtet mal hier drauf. Ich hoffe, das sieht man im Video. Wie der Reifen so ordentlich drauf rutscht. Wichtig ist, nicht auf einmal die 3,5 Bar drauf geben, sondern langsam. Ich bin jetzt bei 2 Bar. 2,5. Treiber. Meine Luftdruckpistole hier geht gerade kaputt. Okay, jetzt bin ich bei 3,4 Bar und der Kompressor ist leer. Das heißt, ja, fürs nächste Rad Kompressor füllen. Und dann hier die restlichen 0,1 Bar draufgeben. Und wie man jetzt schön sieht, ist der Reifen schön in seinen Felgensitz gerutscht. Und die Felge hat sich auch nicht verzogen, weil wir halt alles festgemacht haben. Das ist halt das A und O.